Na, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Jetzt starten wir einfach mal die nächste Story-Mission hier. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano de Bagnone eliminieren. Natürlich. Machen wir. So, was haben wir denn Schönes bekommen? Rauchbomben. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Folgt dieser Straße. Pff, das ist ja hier schon. Rauchbomben! Geile Sache! So, folgen wir mal den Mönchen hier. Wenn das klappt. Das sieht aber gut aus. So, wollen wir mal schauen. Vielleicht ist da ja... Naja, hier müssen ja Mönche reingehen eigentlich, ne? Theoretisch. Theoretisch. Oh. Was sind das denn für Mönche? Alter Verwalter! Das ist aber unchristlich, Leute! Mönche! Und ich dachte, ihr seid so friedliche Typen und total keusch und nett und lieb und... Aber sowas... Okay... Achtung. Lasst uns beten, Bruder. Beten. Uah. Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Alter. Interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Boah, was ist denn hier los? Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln. So. Ihr spinnt doch, echt, ey, ihr habt doch Lack gesoffen. Oder irgendwas Falsches im Weihrauchschwenker. Oder was weiß ich. Echt, die rauchen doch, das ist doch nicht wahr. Meine Fresse. So, komm her. So, hier. Das und... Na? So. Nee. Na, lässt du das fallen? Nicht immer alles... Erzähl, du sollst nicht alles aufheben, was auf dem Boden liegt. Wie oft denn noch? Sagt, der Teufel hätte ihm übernatürliche Geschwindigkeit und Kraft geschenkt. Der Teufel? Nein, diese Geschenke machte er sich... Da hinten. Oh! Ach, es ist beunruhigend, wie wenig... Hier, blöde Killer-Mönche. So, komm her. Komm! So. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ich wollte das friedlich lösen. Ach, was soll's, genug davon. Ich könnte genauso gut wie dir. So. Ach Mensch. Ich werde für euch. So, nur aber. Wie ihr wünscht. Da ist er. Aber leise. Ich muss wach sein. Sehr schön. Komm her. Komm her. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Was? Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace. So. Und schnell wieder da rein. Rauchbombe zünden, um einfacher fliehen zu können? Ja, pff, gut, machen wir. Das ist unser Lohn dafür, dass wir unsere Sicherheit in... So, weg. Weg, 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 weg. So. Gut, das wäre das. Rauchbombenbeutel erhalten. Das ist schon mal geil. So, eigentlich kann er uns nicht mehr sehen.
So, perfekt. Gut, ich meine, lief nicht so wie geplant, weil diese Mönche da total ausgerastet sind. Mein Plan war es eigentlich, mit einer Gruppe Mönche da reinzugehen, aber dass sie gleich so also ausrasten und angepisst sind, das konnte ich ja nun nicht ahnen. Also, Entschuldigung. Ne? Ich meine, ich werde... Ne? Mönche. Mönche. Die reinsten Wesen auf Erden. Gut, zu damaliger Zeit waren die auch. Die waren total versoffen und verhurt, aber trotzdem. Ne? Da denkt man an so einen netten, lieben Priester so und der kein Wässerchen trüben kann und dann so eine Scheiße hier. Also ehrlich, da kann ich mich drüber aufregen. Da! So, gehen wir gleich mal weiter zur nächsten. Aber erstmal sammeln wir hier was ein. Weil die kann ich unmöglich stehen lassen. Ja, ist gut, Maximus. Wir reiten schon weiter. Echt, da komme ich jetzt gerade voll nicht drauf klar. Irgendwelche Kackmönche, die dann da gleich das Schwert ziehen und einen da wegschnetzeln wollen. Unchristlich, wirklich unchristlich. Ne, also ehrlich. So, oh, da ist ein Aussichtspunkt und eine Truhe. So, die nehmen wir doch gleich mal mit. Beides. Ja, Maximus ist so ein bisschen aufgeregt gerade. Den pisst das genauso an wie mich hier. So, hoch da jetzt. Ezio, mach mir keine Schande. So. Synchronisieren. Unglaublich, unglaublich. So, runter. So, Maximus, komm her. So, auf geht's. Und noch mehr Schätze. Also, ich glaub's ja nicht. Aber hier ist auch schon... Ja, ja, bin gleich soweit. Ich muss erstmal hier die Kohle einsacken. Hier drüben, Ezio. Jaha, wir wissen's. So, wo steht der Knaller denn? Da ist er. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Mhm. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Okay, kommt mir bekannt vor. Meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ich auch. Hinter verschlossenen Türen, die Wachen der Villa mit Hilfe von Marios Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Machen wir! Okay, so. Achso, die sind schon da. Sehr schön, sehr schön. Okay, wir müssen hier so hin. Da so, die Richtung. Ah, aber... Ah! Gibt ihn. So, fängt ja gleich gut an. So. Das wäre geschnetzelt. So. Okay, Larry. Attacke! Warte mal, nee, da kommen wir glaube ich hoch, oder? Verdammt. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Wow, was war das denn? Ihr hättet besser zugehört. Na, komm her. Schnell, da, packt ihn. Na komm. Okay, mit das geht wohl nicht. So, okay. Und die nächsten. Kaya! Ah, er verpisst sich schon freiwillig. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Okay. Wir können zur Meisterschaft. Glaubst du, du bist schneller als wir?
So, den fetten zuerst, sehr schön. Ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen wir Angst? Na komm. Zack. So, hier, komm her. Eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ach, das war der Typ schon. Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Geile Sache. Zeit, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Perfekt, so. Lazu, da ist er! Perfekt. So, raus hier. Huhu. Okay, dann machen wir das dennoch mal. Auf ihn! Na komm her. So, haben wir's? Wir haben's. Toll! Astreine Sache! Das ging ja wie. Wow, das ist ja butterweich gegangen. So, hoch da und gleich rüber. Aber wir haben keine Zeit mehr, ne? Ich glaube, wir schaffen es gerade eben noch dahin und dann war's das. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Weil wir müssten ja nicht schon wieder so weit sein. Na, 3 Minuten haben wir noch. Oh. Ah. Oh Mann, ey, hier sind so wieder so viele Schätze. Bin ja so ein geldgeiles Arschloch hier. Ich brauche Geld ohne Ende. Was? Ach Scheiße. Was tut dir leid? Bist du Mitwisser oder was? So, das hätten wir. Gut. Oh nein. Bitte Herr, verschont mich. Ich gebe alles zurück. Bitte lasst mich gehen. Okay. Ja, nee. So. Dann wollen wir mal. So, wo müssen wir denn längs hier? Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Bin mal gespannt, wie weit das... Ah, nee, hier, guck mal. Da in der Mitte. So ziemlich weit in der Mitte. So. Da gehen wir noch hin und dann... Schauen wir mal. Ach, schade. Hat er sich nicht festgehalten, der Affe. So. Gehen wir mal hier durch die Straßen. Oh, hier sind noch so viele Schätze. Es ist ja unglaublich. Und ich habe davor schon gesammelt wie ein Irrer. So. Was die immer gleich wollen, ne? Die sind alle mega empfindlich hier. Aha, aha, aha. Da oben drauf also, ja? Klettern wir mal hoch da. Wer kann uns dort nur erwarten? Ja, wir gehen da erstmal nicht hin. Sondern machen einfach hier mal so einen Schnitt. Ja, ich hoffe, der Part hat gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich ciao, macht's gut, bis dann.